Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Es ist soweit. Die letzte Box. ETB 151. Das Set, was mich so viel gebrochen hat wie kein anderes, wird geöffnet. Warum müssen es eigentlich bei mir immer die Sondersets sein, wenn die richtig reinscheißen? Diese Box ist die letzte Hoffnung. Wenn ihr nichts mehr auf dem Kanal verpassen wollt, 151 kommt dann nicht mehr. Wahrscheinlich auch zum Glück für uns alle. Freue ich mich sehr, wenn ihr ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft da lasst. Like und Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und jetzt finden wir raus, ob ich mich das erste Mal richtig freuen kann hier oder ob ich weiter einfach nur leide. Nach, ich glaube, 13 ETBs. Und diese ETB hier wird darüber entscheiden. Also 151 abschließend jetzt war eine große, große Enttäuschung für mich. Eine sehr, sehr große Enttäuschung. Ich finde es nach wie vor heftig, wie extrem schlecht die Pullrates waren. Komme ich jetzt auch nach so langer Zeit immer noch nicht drüber weg. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob ich die letzten zwei ETBs verkaufe wieder. Weil so ein Bruch. Ich werde auch nie wieder so viel rein investieren in ein Set. Macht keinen Sinn. Ist zu viel. Habe ich jetzt gelernt. Weil es hat keinen Spaß gemacht. Bisher dieses Set. Und das ist ein Problem. Wenn das Set nicht mal beim Öffnen dir richtig Freude bereitet. Klar, du kannst nicht immer geile Hits ziehen. Das ist auch völlig okay. Und den Anspruch will ich auch gar nicht haben. Aber wenn es dir so oft eine verpasst, dann ist der Frustmoment für das Geld, was die Karten kosten, einfach zu hoch. Und darum, bitte, lasst uns jetzt am Ende mit diesem Set friedlich schließen und was richtig Geiles ziehen. Lasst uns hier eine Starter-AR ziehen, Starter- oder Zapdos-Altart oder ein Godpack oder unten Godpack oder wie auch immer. Das ist so das Einzige, was mich jetzt persönlich stimmen würde. Selbst alles andere, das Set hat mich insgesamt so gebrochen, wäre wirklich hart. Darum, wir gucken. Wir haben Raupi. Guter Einstieg ins Video, um zu motivieren, dran zu bleiben. Ne? Ich hab's voll drauf. Evoli. Slimer. Razaf. Ibitak. Onix. Raupi in Reverse. Dodu. Und ein Chanera. Wir starten einfach schlecht. Dann kann es nur besser werden. Hoffentlich wird es das auch. Hoffentlich wird es das auch. So. Wir haben ein Hornliu. Zubat. Goldini. Ultrigaria. Razaf. Ibitak. Onix. Quapuzzi. Mashok. Und Arctos. Arctos, die Holo, die mir am längsten gefehlt hat. Insgesamt. Also nicht nur normal, also nicht nur richtige Hits haben gefehlt lange, sondern auch ja solche stinknormalen Holos, wovon man ja gefühlt Tausende zieht. Weil sind ja keine Hits drin. Hornliu. Zubat. Goldini. Nebulak. Dragonir. Seemon. Kabuto, Pikachu, Quappo, Elektroball. Immerhin eine Reverse-Energie. Ja, jetzt so nach langer, langer Zeit. Das Set ist schon lange nicht mehr ansatzweise das aktuellste. Wie war es denn bei euch? So euer abschließendes Fazit, das würde mich wirklich mal interessieren. Man kauft sich dann ja vielleicht doch nochmal irgendwas, weil es jetzt günstiger in den Läden war oder weil es einen Restock gab. Wie ist euer Fazit zu 151? Das wird mich wirklich brennend interessieren, weil ich halt so ein Kanto-Kind bin, habe ich so viel Bock auf dieses Set gehabt, dass ich so viel geholt habe und am Ende nur enttäuscht wurde. Und ich hoffe halt sehr, wie oft wollen wir denn Mashok Reverse noch ziehen? Dass es bei euch anders war, dass wir euch die Hits gegönnt haben und dass es einfach nur Spaß gemacht hat. Wenn ihr Englisch geöffnet habt, sind die Chancen relativ hoch, würde ich sagen. Wenn ihr Deutsch geöffnet habt, eher nicht so. Aber ja, da kann man leider nichts dran ändern. Myrapla, Mankey, Radikal,
Erikas Einladung, Magneton, Mewtwo Reverse, das ist eine sehr, sehr coole Reverse-Karte, Fukano, Bibor. Welche andere als die Stahlenergie sollte sich in einem Booster blicken lassen? Aber ja, das war schon wieder die Halbzeit, Leute. Wir haben noch vier Booster. Vier Booster Pokémon 151 und dann, ich blicke hinter mich, da steht nichts mehr. Ich weiß, sieht man die? Nee, da steht noch eine für die Sealed-Sammlung. Die wird auch im Leben nie geöffnet. Aber ja, 151 ist dann vorbei. Und es ist auch gut so. Es ist auch gut so. Ich wollte ein Master Set draus machen. Ich wollte wirklich ein Master Set draus machen, weil ich dachte, ey, komm, wenn die Pull Rate halbwegs cool ist. Aber so. Nee. Wirklich einfach nee. Da ist mir das alles viel zu viel, was da noch gekauft werden müsste, weil ihr seht, es kommt nichts raus. Drei Booster, ich leg sie mal hin, damit ihr mir glaubt. Wir haben noch drei Booster. Drei Booster sind es noch, um uns zu retten. Aber es wird schwer. Es wird schwer. Wir haben Mauzi. Owei. Pipi. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die schlechteste Box und ziehen gar nichts. Außer Reverse Energien. Dugong. Nocturne. Pinsir. Georock. Amoroso. Und eine Reverse Energie. Whee! Ach Leute. Wir brauchen jetzt, ganz ehrlich, jetzt muss ein Godpack kommen. Also die Hitanzahl kriegen wir sonst nicht mal hin. Kriegen wir jetzt echt die schlechteste zum Schluss? Kriegen wir jetzt echt die schlechteste Box zum Abschluss? Sollen wir mal richtig, so richtig rein? Electek. Smogon. Tangela. Razaf. Ivitak, Onix, Razaf, Slime, Alter. Bildtransfer. Wir haben immerhin eine Full Art. Ich glaube 3 Euro. Ich weiß, Wert ist nicht alles. Und es ist an sich, es ist eine wirklich schöne Karte. Ich muss sagen, Bildtransfer ist eine schöne Karte. Damit haben wir die drei schlechtesten Trainer Full Arts gezogen. Nur mal, um nochmal zu sagen, wie schlecht das Pack, die Packs gönnen. Erika ist logischerweise die teuerste. Aber nicht die schönste, finde ich. Also da finde ich Bill und Giovanni tausendmal cooler. Von daher, für die Sammlung eine coole Karte. Aber reißt es halt nicht ansatzweise raus. Reißt es halt nicht ansatzweise raus. Und mal gucken. Ich habe so das Gefühl, dass wir aus unserem letzten Booster 151 jetzt ohne Hit rausgehen werden. Wir haben Carpador, Mankey, Myrapla, Kadabra, Bisaknosp, Lamus, Ponita, Kadabra, Dragoran. Ja, was soll ich sagen? 151 war echt scheiße bei mir. Es hat nicht gegönnt. Bei dem, was ich geöffnet habe, hat es richtig, richtig schlecht gegönnt. Und ich hoffe sehr, dass es bei euch besser war. Es ist jetzt vorbei. Ich bin auf der einen Seite traurig, weil es halt echt meine Erwartungen sowas voll in die Tonne gekloppt hat. Aber es waren coole Karten, es waren coole Designs, es war cool, wieder in Kanto zu sein. Aber es war halt auch dadurch umso schmerzhafter. Wenn es ein anderes Set gewesen wäre, klar wäre es auch frustrierend, aber ich glaube, es hätte mich nicht so hart getroffen, wie jetzt ausgerechnet dieses Set. Aber da kann man nichts machen. Die nächsten Sets werden dafür hoffentlich umso mehr gönnen und dann werden hier wieder positive Emotionen auf dem Kanal geführt. Das muss einfach so sein. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Riesendank auch an meine Kanalmitglieder, die seht ihr unter mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.